Fabio Beinhofer weiß, dass ihm die größte körperliche Herausforderung seines Lebens bevorsteht. Der 32-Jährige will nur aus eigener Muskelkraft von seiner Heimatstadt bis in die italienische Hauptstadt radeln. Und das, obwohl er wahrlich kein durchtrainierter Sportler ist. Nur an den ersten Tagen hat er einen Begleitfahrer. Damit Leute wirklich motiviert sind, muss man natürlich auch an seine Grenzen gehen. Und deswegen brauchte ich ein gutes Ziel, das sich auch gut anhört. Machen wir es wie beim Bobfahren. Er braucht am Anfang so einen Anschieber. Und dann, wenn wir bei den Bergen oben sind, dann gebe ich ihm noch einen Schubser und dann kann er es auslaufen lassen bis nach Rom runter. Die Strapazen der Tour von München nach Rom nimmt Fabio auf sich, um sein Herzensprojekt zu unterstützen. Vor 7 Jahren arbeitete er als Lehrer in der Hope Valley School im ländlichen Südafrika. Ein Jahr lang unterrichtete er die Kinder der Farmarbeiter in KwaZulu-Natal. Die bekommen einen Lohn, der weit unter dem ist, was man normal an einer Schule bekommt, sondern die Leute, die da sind, die sind da, damit 125 Schüler einen fairen Zugang zur Bildung bekommen. Mit der Spendenfahrt über die Alpen bis ins Herz Italiens will Fabio Beinhofer mindestens 11.000 Euro sammeln. Mit diesem Geld wären die Löhne der 10 Mitarbeiter der Hope Valley School für ein Vierteljahr gesichert. Jeder kennt viele Leute in seinem Netzwerk und jeder hat Leute, die er kennt, die in irgendeiner Institution arbeiten. Und ich glaube, dass diese Story einfach wert ist, dass sie erzählt wird. Ich meine, dann braucht er halt ein paar Tage länger, aber ich glaube auf jeden Fall, dass er es packt, wenn ich guten Mutes. Fabio hat sich 2 Ziele gesetzt. Zum einen Ankommen in Rom und die geplante Spendensumme zu erreichen. In 4 Wochen will der Münchner seine Fahrt beenden.